Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Caesar 3. Das Londinium hatten wir doch, glaube ich, oder? Ja, hatten wir. Dann geht's mit Lugdunum weiter. Lugdunum, Occupatio de la Gallia. Gallien erobert quasi. Oder einverleibt. 23 vor Christi, nördliche Provinz, durchschnittliche Provinz, viele Invasionen wahrscheinlich. Einfache Aufgabe, es gibt hier keine besonders erwähnenswerte Herausforderung. Die Provinz fordert einen Gouverneur von allen ein bisschen ab. Ah, ich erinnere mich an diese Karte. Genau. Hier unten muss man Ackerbau betreiben, hier geht es natürlich auch. Gemeines Angriffe kommen von hier und irgendwann auch von hier hinten. Das ist richtig hässlich und ich glaube, hier kam auch irgendwann einer. Ja. Ich glaube, hier gab es keinen Seehandel, oder? Nee. Es gibt keinen Seehandel. Was wollt ihr denn? Ihr kauft Marmor? Wenig zumindest. Aber wenig, aber etwas. Ihr kauft auch nur ein bisschen Marmor. Wisst ihr was? Das Marmor gleich mal. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ah ja. Machen wir gleich mal Marmor-Export. So, natürlich. Wasserversorgung ist die Nummer 1. Ah, warte mal, gab's ja, gab's keinen, der Wein verkauft, stimmt's? Doch, der verkauft Wein. Gut. Ich habe bloß früher nie die Notwendigkeit gesehen, große Villen zu bauen. Naja, die Händlerkarawane kommt schon schön durch und die hassen uns. Okay, kommen sie dann auf jeden Fall nicht zu uns. Die anderen sind alle eingesperrt. Ja. Gut, da kann schon mal nicht viel passieren. Feuer gibt es hier auch wieder nicht. Ich finde es echt schön, wenn es kein Feuer gibt. Das war zweimal Neptun. Der will es lieben. Ein Arzt wäre natürlich noch nicht schlecht. Und ein paar Plätze. Ich habe, glaube ich, noch nie auf dem Bereich hier Sachen angebaut. Bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht kamen die Angriffe aber auch von hier links. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich weiß noch, es kam ein Angriff von oben. Vielleicht kommen die auch von allen Seiten. Was besonders schrecklich wäre. Oh, danke, Ceres. Das bringt uns aber absolut einen Scheiß. Also, sie hat alle nur Feldfrüchte wachsen lassen, die wir nicht haben. Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Die Leute sind unruhig. Hohe Arbeitslosigkeit. Was? Echt? Danke, Mars. Ich kann unmöglich... Hä? Ich wollte gerade sagen, ich kann doch unmöglich 100% Arbeitslosigkeit haben. Stand 100% 100 Arbeitslose vielleicht.
So. Haben wir schon mal die Bibliotheken. Oh ja, hoppla. Habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler. Bibliothek, was ist jetzt los? Ist doch besser geworden. Ey, was fällt euch ein? Vielleicht wandern sie ja doch nicht aus. Oh, toll. Oh, doch, sie wandern aus. Hey, komm, sag mir's. Habt ihr etwas Brot für... Habt ihr etwas... Nee, da. Wenn ich nicht bald etwas zu essen bekomme, werde ich diese Stadt verlassen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ihr arbeitet. Zieht leider keiner ein und deshalb kriege ich auch nichts gebacken. Oh. Wo darf ich denn hier drin bloß? Es gibt nicht genügend zu essen hier. Wie soll ich hier genug verdienen? Seid gegrüßt. Diese Stadt benötigt unbedingt mehr Nahrung. Oh, dann... Werde ich schon angegriffen? Nö. Hier ein Reservoir hin. Nee. Hier auch nicht. Ich muss hier irgendwo eins bauen. Arzt. Ah ja, fängt an zu laufen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Marmor verkaufen. Fällt mir gerade ein, verkauft mir denn jemand Essen? Du verkaufst Gemüse. Importieren wir doch einfach mal kurz ein bisschen Gemüse. Warum ärgert ihr euch eigentlich über mich? Problem ist, keiner von euch arbeitet und deshalb weiß ich das mal wieder ab. Yay, 30 Arbeitskräfte eingespart. Ah, endlich. Weil ohne dass ihr neu einzieht, kann ich halt echt nicht viel machen. Da ist ein Silo. Ja, ein Silo für euch wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auch wenn ich vielleicht kein Geld mehr habe. Ach, der wird sich schon wieder einkriegen. Ich glaube, ich habe früher immer... in dem Bereich hier angefangen zu bauen, damit ich direkt die Farm hier nutzen kann. Mit einmal haben wir 10% Arbeitslosigkeit. Zieht mal hier oben bitte jemand ein, bevor ihr was zusammenkracht. Wäre mir wirklich eine Freude.
Attraktivität. Oh ja, ihr seid bestimmt auch nicht glücklich. Doch, komischerweise. Hier hinten läuft übrigens überhaupt nichts. Ich muss endlich mal jemand einziehen, sonst habe ich ein ernstes Problem. Warum zieht denn da keiner ein? Ja, es wäre alles kein Problem, wenn ihr einziehen würdet. Ich glaube, das muss ich gleich neu starten. Aber irgendwas läuft da nicht richtig. Die ziehen da einfach nicht ein, warte mal. Das erscheint mir echt komisch. Komm, renn wieder da hoch. Gut. Die ist erstmal eingeklemmt. Hab ich eigentlich. Ah, Sägewerk habe ich ja. Habe ich einfach mal gleich am Anfang schön verkackt gerade. Passiert den Besten. Oh, die wollten einfach nicht hier oben einziehen. Da kann ich natürlich auch nicht viel machen, wenn ich keinen Marmor abbauen kann. Fangen wir mit dir an. Ah, hier kann ich auf jeden Fall. Oder? Ah ja, ja gut. Das ist eine Wohltat. Hier oben mache ich dann wahrscheinlich das Luxusviertel hier in dem Bereich und rundherum die Legion, um es zu schützen. Neptun, Merkur, Mars und Venus. Übrigens faszinierend, in der letzten Mission, also als ich vorhin gespielt habe, möchte ich ja anmerken, die Götter waren sowas von zufrieden mit meiner Leistung. Angestellte. So, noch der Arzt. So, hier nehmen wir den Marmor an. Den wir hier rausbrechen. Oder auch nicht. Warum geht das hier nicht?
Interessant. Hier geht's überall. Ich habe die Vermutung, es ist wichtig, dass man das sieht. Also das Spiel erkennt offenbar nicht. Eine ruhige Überfahrt. Das Spiel erkennt nur, dass hier etwas... Wenn ich das sehe von hier aus, ist alles gut. Warte mal, wenn ich es jetzt andersrum versuche... Nee. Ah, hier. Das sind bestimmte... Anscheinend wirklich bestimmte Sachen, an denen das festgemacht wird. Danke, Mars. Dabei gibt es einen Snickers. Wie viele Leute fehlen mir jetzt eigentlich? 85 waren es, genau. Zieht alles schön ein. Ich brauche Angestellte. Eisenminen habe ich auch. Gut. Wir wissen ja mittlerweile, dass... Ja. Ich kann mich eigentlich noch entsinnen, wenn man damals das Originalspiel gespielt hatte, hatte man in dieser Mission den nicht. Der war aber plötzlich freigeschaltet, nachdem man... Also ich kann mich zumindest nicht jetzt, so habe ich zumindest im Kopf, ich kann mich aber entsinnen, dass der freigeschaltet wurde, sobald man in die Mission soweit war, dass man die Missionsposten bauen konnte. Mit einmal konnte man den da auch bauen. Wow. Ein einzelner Angestellter darf den ganzen Marmor rausschlagen, toll. Würde ich auch sagen, danke sehr. Also hier müsste es eigentlich wirklich gut gehen. Mit großen Willen. Vielleicht auch hier nach unten. Mal sehen. Hauptsache nach rechts und links ein bisschen Platz. Es könnte aber auch sein, dass die hier auch mal gekommen sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, von hier kamen sie. Von hier kam mal welche. Aber ich weiß, eins von beiden war mal legendäre, weil ich es mit Caesar verschissen hatte. Und hier kamen welche. Und ich glaube hier auch. Ich weiß gar nicht, was sie machen, wenn sie nicht zu dir rankommen. Oh, was ist mit dir los? Friedliche Nachbarschaft, ich hab's gesehen. Wie wär's mal, wenn ihr Essen produziert mehr, dann können auch mehr Leute davon essen. Das ist so eine verrückte Idee, die ich habe. Also sollten auch die Leute mehr Essen produzieren. Damit wir mehr essen können. Okay, der baut sich aus. Ich weiß nicht, ob ich hier auf die 5000 Bevölkerung gehen werde. Wahrscheinlich wieder so auf 2,5. Weil die Gegebenheiten sind ja einfach nicht so praktisch. Ach ja, soll ich jetzt auch mal gucken. Oh ja. Ja, so ist okay. Noch ein paar Angestellte mehr, wäre nicht schlecht. Industrie und Handel ist jetzt nicht mein wichtigstes, aber... Da wir Geld brauchen, sollte ich doch einen großen Augenmerk drauf legen. Ja. Gut, die haben auf jeden Fall ordentlich Lebensmittel gekriegt. Die werden jetzt eine Zeit lang versorgt sein. Und da kommt der erste Marmor. Und die Händler kommen schon, wie schön. Da kommen die nächsten... Karren voll. Da wird auch noch ein bisschen was reingeliefert, bis die da sind. Gut. 4 Marmorblöcke. Das bringt auch nicht Kohle. 5. Ah, das waren gut 1000 Dinar.
140. 500. Ja, waren 700. Aber das ist echt nicht zu verachten. Hier fehlen überall noch welche, oder? Ja. Das ist schon mal eine ansehnliche Summe. Angestellte benötigt. Seid gegrüßt. Ich komme gerne hierher. Die Geschäfte laufen sehr gut. Ja, kann jetzt auch nicht klagen. Kauft schon jemand Waffen? Nee. Dann will ich gleich mal sagen, wer kauft denn hier... Kauft doch jemand Waffen. Du kaufst Waffen. Dann will ich nämlich Waffen auch schon mal verkaufen. Wieder über 4, die klassischen 4. Bin glatt versucht hier, bauen wir gleich die nächste Stadt auf, wenn ich ehrlich bin. Macht das aus meiner Sicht am meisten Sinn. Bauen wir noch ein bisschen sowas. Ein Ingenieur reicht eigentlich. Ein Theater. Zwei Märkte. Oh, ein Arzt wäre nicht schlecht. So, jetzt habt ihr so ziemlich alles, um glücklich zu werden. Gut. Das Silo wäre natürlich noch nicht schlecht. Jetzt können wir gucken, dass wir mehr Essen reinkriegen. So. Ach ja, da fehlt noch eine Schule oder sowas. Schule. Wie bringe ich... Oh, weißt du was? Neptun, du bist mal ein bisschen außerhalb und hier... Komm stattdessen noch eine Schule hin. Und ich sehe gerade, wir haben fast kein Geld mehr. Um,
Habt ihr schon... Ah ja, kommt jetzt eh gleich wieder, glaube ich. Was willst du? Habt ihr jetzt kommen erstmal kurz ein paar... Und kaufen wir was ab? Einen guten Tag. Ja, komm mal schnell. Mein Geld ist fast leer. Beeil dich mal. Bevor der Monat rum ist, solltest du da sein. Jetzt habe ich halt den Nachteil, dass es hier so verbunden ist. Leute. Komm schon, bevor das Geld leer ist. Ah, gut gemacht. Ja, viel mehr Zeit hätte es nicht haben dürfen. Und der kauft gleich nochmal. Sehr schön. Der kauft auch nochmal. Ah, 700, das spare ich mir erstmal kurz. Und wir haben 1000 Leute. Du kaufst mir Waffen ab, finde ich auch gut. Waffen sind auch nicht gerade wenig wert. 180. Das mache ich übrigens auch immer für euch, damit ihr immer mal wieder so seht, weil das merkt man sich so schlecht, wie es jetzt so eigentlich mit der Finanzierung aussieht. Ja, die sind voll gefüllt hier, die Häuser. Ja, so. So kehrt Frieden und Beschaulichkeit ein. So mag ich das, bis dann halt... Allerdings sollte ich mich nicht wieder so sehr drauf... Ich habe zwar den Schutzgeist des Mars, aber... Wir wissen alle, was das wert ist. Nämlich nur einen feuchten Fuzzi. Krieg ich überhaupt eine Kaserne rein? Mhm. Nein. Vielleicht so. Wenn ich den Neptun-Tempel hier reinbaue. Das ist alles ein Stück versetze. Aha! Das kostet mich zwar wieder ordentlich Leute und es kostet auch unglaublich viel Geld, aber dann kann ich hier wenigstens erstmal ein Fort hinstellen. Die erste Legion sollte eigentlich immer Legionärsfort sein. Alles, was dann noch kommt, ist optional. Kann sein, dass ihr bloß höhere Löhne zahlen. Es gibt auch ein Maximum für die Löhne. Ah, er hat was gekauft. Kauft schön meine Waren. Es wird natürlich jetzt mein Profit sehr stark schmälern, dass ich Legionäre ausbilde, aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Defensive. Hat nichts zum Handeln da, das heißt, die sind voll mit... Die sind voll... Die haben auch schon fast alles gekauft. Ja, so viel mehr hätten sie nicht gekauft, von daher... Der kauft noch. So lange wird's noch halten. Drei Legionäre, dreimal Wurfspeer, sollte eigentlich reichen für die meisten Armeen. Auf die Wurfspeere warten wir noch ein bisschen. Die Legionen sind halt so extrem teuer. Oh, die Grenzen des Imperiums haben sich verändert. Für weitere Details werfen wir einen Blick. Ich hatte hier noch nichts.
Ja. Gut, dass ich jetzt schon eine Handelsroute mit dir eingegangen bin. Ich glaube, sonst wärst du jetzt weg. Der verkauft Oliven. Der verkauft Wein. Ja, Wein kaufen ist ja nicht das. Ist ja vollkommen okay. Wenn ich dann hier oben wieder was hinbaue, dann passt das schon. Das Schöne ist, jetzt wird wieder alles möglich verkauft. Gekauft erstmal. Oh, ich hab doch eine Akademieausbildung. Ich hatte doch schon mal bloß eine Standarte und da war, hieß schon Moral sehr draufgängerisch und die sind gerade zu 6 und sie sind gerade mal mutig. Da scheint irgendwas an der Akademieausbildung falsch zu laufen. Ich rate euch auch, die Akademie zu bauen. Ich habe es ja, glaube ich, schon vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Die hat unglaublich viel Auswirkung auf die Moral eurer Leute und es macht halt einen Unterschied, wenn die Hälfte tot ist und eure Leute laufen weg oder wenn sie bis fast zum Ende kämpfen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ah, der Waffen gekauft. Einmal Wurfspeer hier dazu. Dann packen wir hier nochmal Wurfspeer dazu und seid jetzt draufgängerisch. Also sehr draufgängerisch, aber noch nicht perfekt. Muss halt echt mal ein bisschen langsamer angehen lassen, sonst Problem. Wenn ich jetzt gleich noch die Wurfspeere habe, dann könnte ich dann eigentlich die Wölfe erstmal dezimieren hier überall. Komme ich überhaupt da richtig gut ran? Also von der Seite. Ich glaube nicht, fast nicht. Oh nein, Erdrutsche. Haben wir noch ein paar Händler hier? Sehr schön. Dann kauf mal bitte alles, was ich habe. Der kauft auch. Einen guten Tag. Kann ich euch für einige hochwertige Waren begeistern? Und kauft wenigstens meinen. Sehr viele Waffen, das finde ich gut. Ja, mein Mama habt ihr auch gekauft. Dann warte ich jetzt kurz, bis die Händler wieder da sind. Nicht, dass ich dann wieder blöd dastehe. Im Gegensatz zu sonst, wo ich ja nie blöd dastehe. Aber ich möchte nicht, dass mir das Geld ausgeht, bis die Händler wieder kommen. Diese blöden Erdrutsche. Komisch, dass noch kein Angriff kam. Hier kamen doch ständig Angriffe. Jetzt habe ich das zumindest im Kopf. Müssen wir warten, bis die Leute wieder kommen. Seid ihr endlich? Die sind immer noch nicht alle eingezogen. Wie lange dauert das denn? Das, als wollten sie angreifen. Übrigens habe ich mich anfangs gewundert, warum ich die nicht kaputt machen kann, weil es hat mich schon geärgert, dass ich auf das Gebiet nicht bauen konnte, aber warum kaputt machen, wenn man sie für einen arbeiten kann? Da fällt mir ein. Die können für mich arbeiten. Ey, Moment, die greifen mir an. Ihr spinnt wohl. Die greift mich tatsächlich an. Das lassen wir mal schön. Problem ist, aus diesen Häusern kommen endlos viele Eingeborene. Wenn irgendein Eingeborener sauer auf euch ist, dann greifen die euch so lange an, bis der Eingeborene nicht mehr sauer auf euch ist. Und die sind eigentlich nur sauer, wenn du irgendwas bei denen hinbaust. Aber anscheinend sind sie hier schon sauer, weil ich in die Nähe von denen gebaut habe. Das scheint denen auch schon als Grund zu reichen. Oh, da sind sie ja wieder gewesen. Thank you.
So, haben wir denn jetzt bald die Legionäre hier? Die bräuchten eigentlich mehr Wurfspeereinheiten. Ich hoffe, dass der jetzt bald weitermacht. Also die Ausbildung läuft gut vonstatten. So ist es nicht. Aber ich bräuchte tatsächlich jetzt gerade ein paar Wurfspeere. Vielleicht kann ich aber auch... Warten wir mal kurz, bis wir... Ah, danke. Das hilft mir das hilft immer super. Hier kaufe ich jetzt gleich noch ein bisschen Marmor und ein paar... Ah, gut. Waffen wird auch noch... Irgendwer wird jetzt gleich Waffen kaufen, garantiert. Der da vielleicht? Nee, der auch nicht. Kaufst du Waffen? Und ich habe mich gefragt, ob das hier passiert. Jetzt weiß ich's. Wisst ihr was? Zeit, Gefechtserfahrung zu sammeln. Oh, machen sie nicht. Interessant. Missionsposten, wir arbeiten daran, die Eingeborenen zu zivilisieren, indem wir ihnen ein paar Grundlagen des Lateins beibringen. Hoffen wir, sie zu motivieren, für uns zu arbeiten, anstatt gegen uns. Ich bin ja so froh, Römer zu sein. Ihr solltet einmal sehen, was diese Barbaren in ihren Hütten so alles treiben. Würde mich schon ganz ein bisschen interessieren. Und jetzt sind sie wieder glücklich. Auch ein Missionsposten, der auf deren Gebiet steht, wird übrigens als feindlich angesehen. Gut, das sollte eigentlich so ziemlich alles abdecken hier. Das Schöne ist jetzt... Sal, ich sehe schon, es gibt eine Menge zu tun, bis wir diesen Barbaren die Segnungen von Roms Güte näher gebracht haben. Also wenn die das normale LP nicht gesehen haben, dann kommt ein Händler und der kauft auch wirklich alles, was wir irgendwie anbieten. Marmor, Waffen, alles. Alles, was wir irgendwie anbieten, verkauft er. Kauft er uns ab. Er verkauft aber leider nichts. Er wird... Ah, der wollte die Waffen haben. Ah, hat er das wenigstens genommen. Wir zahlen auch die normalen Preise, von daher... Kann ich nur sagen... Dass wir einen Bug entstanden. Ja... Also soldatenmäßig läuft's. Schön, dass die überall mal ein bisschen anfangen mit rekrutieren. Das finde ich natürlich echt knorke. Legionäre werden übrigens bevorzugt ausgebildet. Ist euch bestimmt schon aufgefallen. Und ich habe fast das Gefühl, die Ausbildung stoppt, sobald eine Waffe reingeliefert wird. Dann wird auf Legionär umgestellt. Entweder das... Oder sobald eine Waffe drin ist, wird es automatisch ein Legionär. Das könnte natürlich auch sein. Los, eingeborene Händler. Das Problem ist allerdings an dem eingeborenen Händler, ihr könnt ihm nur das verkaufen, was ihr auch allen anderen verkaufen könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, okay, niemand will meinen Marmor, ich verkaufe den jetzt einfach mal. Das geht nicht. Ihr müsst euch schon an das halten, was allgemein gehandelt wird. Nein, Waffen. Ich habe mir auch ganz gerne Karten gebaut, in denen ich ganz viele eingeborene Dörfer hatte. Und natürlich die Preise für Marmor hochgedreht habe und dann eigentlich nur noch primär Marmor verkauft habe und Waffen und jede Waffe über 1000 Dinar wert war. Das ist ordentlich abgegangen, muss ich sagen. Irgendwann muss ich euch doch alle fertig haben. Er hat die Waffen gekauft. Und der kauft auch permanent halt. Von daher ist es wirklich eine gute Investition.
Treffpunkt der Eingeborenen. Dieses schmucklose Gebäude ist der Treffpunkt für alle Eingeborenen, die hier zusammenkommen, um mit allen möglichen zu handeln. Wenn man den Augenführer wenigstens ein paar Brocken heimbeibringen könnte. Eingeborene, hier leben einige Einheimischen, die friedlich ihr einfaches Leben führen. Sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Einfaches Getreide. Diese halbwilden Feldfrüchte bilden die Hauptnahrung der Eingeborenen hier. Römer würden das als ungenießbar empfinden. Ich glaube, die verkaufen euch tatsächlich auch keinen Weizen. Oder verkaufen sie einem doch Weizen? Ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Es ist nicht wie in Cultures. In Cultures hat man ja... Hat man es ja gehabt, dass... Komm auf, wo ist denn? Sieht vielleicht echt eine Legionäre aus. Hat man es ja gehabt, dass die anderen Stämme anders Nahrungsmittel erzeugen als wir. Für unsere Wikinger hat das nicht als Nahrung gezählt. Wenn es aber bei dem Gebäude war, zählt es sofort als Nahrung. Und wir konnten es kaufen und essen. So wie bei den Indianern, die... Also Cultures, die Entdeckung Wienlands, solltet ihr euch antun. Habe ich vor 4 Jahren oder so gemacht, das LP. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht abgeneigt. Ich habe noch ein paar andere Culture-Spiele. Ich habe aber nur das erste davon immer jemals gespielt. Und die anderen werden alles Neuland für mich. Das würde mich auch ein bisschen reizen. Weiß nicht, ob ihr auch Interesse hättet, aber... Würde ich vielleicht irgendwann angehen. Wäre schön. Wenn die alle so toll sind wie der allererste Teil, dann... Wird das ein sehr schönes LP. Vom Spielerischen als auch vom Zuschauen, denke ich mal. Allein schon wegen der Musik. Ist das Spiel super. Oh, ich hätte gern mehr Fische. Oh, ich kann... Das ist ein Fehler. Weil die sind eigentlich immer über den Fischen und wenn die hier kreisen, ist das... Ja. Oh, ein Aufstand. Ich wusste, sie kommen auch von hier. Mal sehen, wie lange das durchhaltet. Es geht schon los. Oh, ich habe gerade meine Legionäre wieder gestreckt. Oh, die haben ein paar Legionäre gekillt. Legst du dich gerade mit mir an? Du spinnst doch. Der ist tatsächlich, wollte der durchrennen in die Stadt rein. Und ich möchte Folgendes sagen. Mars, dein Schutzgeist hat einen Scheiß gebracht. Aber der Schutzgeist des Mars läuft erst, sobald die loslaufen. Vorher passiert da gar nichts. Jetzt wird das natürlich voll gemacht. Wisst ihr was, komm mal her. Ich will die jetzt tot haben. Ihr kommt auch mal kurz her. Die Wölfe werden jetzt weggemacht. Und ihr machen wir eine richtige Schlacht gegen die Wölfe. Yay! Danke, dass du so schön mit uns handelst. Oh, toll, ich kann es aber nicht abwerfen. Es sind nur Wölfe, die haben keine Chance. Wir sind hier ja nicht bei Stone Shard. Guckt euch mal dieses gigantische Gemüse an, also. Die Zucchini würde ich auch gern beißen. So, die Legion ist voll, die ist voll. Die dürften auch keine Verluste gemacht haben. Nö. Das heißt, jetzt werden unsere ganzen Wurfspeereinheiten ausgebildet. Geld kommt auch rein. Sind sie schon vor den Türen? Nee. Haben wir Arbeitslose? 11 Arbeitslose, das ist natürlich nicht viel. Hm.
hat es gar nicht so einfach, wie man meint. Sollte man sie vielleicht mal merken. Ja, ja, Angestellte benötigt. Oder auch nicht. Markt, Markt. Plätze. Silo. Ihr holt mir Fisch raus. Schade. Da kann ich ja noch was hinbauen. Ihr braucht ja eigentlich eh nur eine einzige Werft und die versorgt euer gesamtes Imperium mit Schiffen. Und solange ihr nicht Neptun wütend macht, der dann eure ganzen Schiffe versenkt, müssen die auch nie nachproduzieren. Im Spiel Pharao wird das dann wiederum anders. Im Spiel Pharao gibt es dann erweiterte Militärsachen. Pharao kam ja nach. Und Kleopatra. Kleopatra ist die Erweiterung von Pharao. Kamen dann tatsächlich noch Seeschlachten dazu. Und Seeschlachten, die sich auf Landschlachten ausbreiten. Das heißt, Truppentransporter hat der Feind auch. Mal schauen. Überdurchschnitt. Okay, da hinten können sie noch raus. Und hier in die Bibliothek. Und ich glaube, den Ingenieursposten baue ich dahin. Angestellte, ja. Das wird wieder besser. Oh, Kultur sieht gar nicht mehr... Wohlstand sieht... Ach stimmt ja, die kommen auch... Also mit den Häusern kommst du auch schon auf Wohlstand von 35. Was ja eigentlich auch schon ausreicht. So ganz grob. Sofern hier überall Essen drin ist, ausreichend, könnt ihr ruhig weitermachen. Reichen die tatsächlich aus, um die zu versorgen mit Fisch hier? Lass es mal zu, da kann nämlich nichts passieren. Perfekt, ist alles geschlossen, das heißt, sie müssen hier oben lang, wenn sie durch wollen. Geld haben wir auf jeden Fall genug erstmal. Darf ich einen Hypodrom bauen? Ja, darf ich. Das ist natürlich die Frage, wo am besten hinbauen. Das ist nicht so einfach. Oh, wartet mal. M-
Meine Lieblingsgemüsefarm. Nein. Bin gerade am Überlegen. Das ist ein normal eingestürztes Gebäude aufgrund von nicht sachgemäßer Wartung. Ob es am besten wäre, wenn ich hier hinten tatsächlich... Ich glaube, das wäre wirklich besser. Weil hier sind die Wege nicht so weit von hier vorne. Hier ist doch bestimmt alles voll mit Gemüse. Warum ist immer so viel Gemüse da und so wenig Weizen? Das verstehe ich auch nicht. Essen die prima Weizen? Kann das sein? So. Ja. Nochmal so genau. Kann ich hier das Silo reinbauen? Dann kommt der Arzt hin. Dann kommt der Barbier hin. Markt. Angriff der Barbaren. Markt. Oh, da hinten. Die ernten noch schnell das Gemüse ab. Oh, toll, ihr werft schon. Der Geist des Mars kommt zu spät irgendwie. Wie so oft. Lief gut. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwie noch eine Verbesserung machen kann. Aber ich glaube es fast nicht. In dem Bereich hier nach oben? Komme ich hier nach oben? Und jetzt? Ich bin schwer beschäftigt, wie du siehst. Ärgerlich, das geht nicht. Kann ich hier noch was bauen? Da wird eine Brücke gehen, aber da kommt man, glaube ich... Kommt man da durch? Oh ja, da kann man tatsächlich dann durch als Abkürzung. Das ist eine Verbesserung. So. Jetzt geht's los mit den Unterhaltungssachen. 83 Arbeitslose. Vielleicht muss ich dieses Haus nochmal aufgeben. Nee, das geht nicht. Nach unten? Geht's leider auch nicht. Oh, sehr gut. Kaufen mehr von dem Zeug ab.
machen wir es alles ein Stück versetzt. Ja, das kostet ordentlich Angestellte. Okay, was brauchen wir denn noch? Das kolossale Kolosseum wäre nicht schlecht. Ach ja, Bildung. Ach, Bildung wollen die ja auch. Oh, die nehmen auch die Abkürzung. Interessant. Wie steht's eigentlich hier oben? Sehr schön. Also Fisch läuft. Hier könnte ich auch noch sehr viel Fisch abernten, ganz ehrlich gesagt. Hier unten nicht so. Ihr braucht jetzt erstmal die Bildungseinrichtung. Akademie, Bibliothek, Schule. Angestellte, ne, entfernte Schlacht. Also Kultur läuft super. Da fällt mir eigentlich ein, ich müsste den Neptun-Tempel woanders hinsetzen. So in etwa. Und hier muss ein Badehaus hin. Ach so ein Mist, ich muss Geschirr herstellen. Verkauft mir keiner, oder? Der verkauft Geschirr, dann kaufe ich lieber Geschirr. Geld habe ich. Geld ist nicht das Problem. Amphitheater fehlt natürlich. Kolosseum ist gut. Und Hippodrom logischerweise auch. Kaufen wir einfach hier. Ich spare unglaublich viel. Klar, es ist teurer, das. Also ich spare Arbeitskräfte, auch wenn es teurer ist, das zu kaufen. Das macht einen enormen Unterschied. Also ich zahle so 180 und wenn ich einen Ton kaufe, bezahle ich nicht mal ein Viertel. Diese Stadt braucht mehr Arbeiter. Das Leben in dieser Stadt wird... Es herrscht hier eine echte Knappheit an Arbeitern. Ja. Wir haben alle so unsere Probleme. Und da ist das Geschirr. Und der hat sich schon geholt, wie schön. Was braucht ihr jetzt? Fehlen schon die Möbel. Ihr habt euch natürlich alle jetzt das geholt, ich weiß schon. Ja, natürlich verteilt jetzt das teure Geschirr an alle Leute, das machst du gut. So, dann werden wir die Mission aber auch gleich beenden, denn es ist schon relativ spät. Markt. Ein Arzt.
Hier ist ein Theater. Ah. Okay. Müssen wir so akzeptieren, leider. Halt, muss ich nicht. Kann da eine Schiffsbrücke hin? Oh Mist. Jetzt habe ich diese Leute hier getötet. Ich bräuchte eine Schiffsbrücke. So. Jetzt geht mal bitte nicht auf die Häuser. Ach, kommt schon. Ich will diese blöde Brücke abreißen, damit ich da Boote bauen kann. Boote, Boote, Boote. Ach, diese blöden Immigranten, verschwindet. Ich will das noch in diese Folge. Ach, gut, gut, gut. Da war doch gar keiner drauf. Danke. Oh nein. Oh, aber eine Preissteigerung. Wir haben einen Aufstand, aber auch eine Preissteigerung. Ist nicht nur Schlechtes. Gott, sind das viele. Das sind wirklich einfach viele. Also, das ist mal ein richtiger Aufstand. Die werden jetzt aber nicht böse, oder? Weil ich ihre Landsmänner abschlachte. Nee, scheint alles gut zu sein. Scheint keinen zu stören. Hat keiner gesehen. Alles gut. Kultur ist super. Wie weit... Euch fehlt jetzt noch ein bisschen anderer Kram. Ich weiß schon... Ich brauche noch eine Stelle, an der ich das hier hinbauen kann, alles. Rein theoretisch überall, aber eine Stelle, an der es nützlich ist, wäre nicht schlecht. Vielleicht kann ich einfach mal sowas hier machen. Vielleicht so eher. Möbel. Verschwindet. Dass die auch immer über den Schutt laufen wollen. So, wie viele Leute fehlen denn jetzt noch? 299, aber ich glaube, die sind noch nicht wieder voll, oder? Ja, genau, das merke ich halt jetzt deutlich. Soll aber für diesmal reichen. Die werden dann direkt hier neue holen können. Ich sag mal, dass Fisch hier nicht erlaubt ist. Und Fisch ist auch hier nicht erlaubt. Und hier ist Gemüse nicht erlaubt. Hier ist Weizen nicht erlaubt. Hier ist eh nirgendwo Weizen drin. Die holen sich alle das ganze, den ganzen Weizen. Warum sind die so versessen auf Weizen?
heißt, hier wird nur noch Fisch und Weizen eingelagert. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Dass die sich hier... Toll. Hat echt gut geklappt. Es ist schön. Ich bin neu hier. Wisst ihr einen Platz, wo ich liebe es, wenn die irgendwo rumrennen und nur nicht da, wo sie es braucht. Egal. Das war Let's Play Cäsar 3 für heute. Ich sage Ciao mit Fichtlein TV. Und dann sehen wir uns nächste Mal wieder in dieser Mission hier. Was ist denn euer Problem? Besser. Du brauchst noch Lebensmittel. Die Marktdame muss nochmal dahinter laufen, dann läuft es auch. Macht's aber nicht. Okay, ich reiß dich mal vorsichtig ab, sonst weiß ich. Hat er gerade was gesagt? Ich bin obdachlos? Spürt nochmal zurück, da bin ich mir gerade unsicher. Möbel und. Ja. Alles Sachen, die wir beim nächsten Mal angehen werden. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.